Herzlich willkommen zu Folge 6 unserer Wissensreihe Grundlagen der Elektrostatik. Mit dieser Wissensreihe möchten wir unser Know-how über Elektrostatik mit euch teilen, um elektrostatische Anwendungen noch sicherer zu machen. Ja, genau. Wir hatten im letzten Video, was wir euch übrigens hier oben verlinken, hatten wir mit dem Glockenspiel gespielt, wenn du dich erinnerst. Übrigens eins meiner Lieblingsexperimente. Ich finde es einfach immer toll. Hier bewegt sich was, da hört man was. Und nochmal zur Erinnerung, wenn ich hier drauf gehe, dann fängt dieses Glockenspiel an zu bimmeln. Warum fängt dieses Glockenspiel an zu bimmeln? Und zwar ist es so, wir haben die zwei äußeren Kugeln oder Glocken. Sie sind hier über dieses Erdkabel, ich drehe es mal zur Seite, geerdet. Das heißt, hier über diese Stange sind die äußeren Kugeln geerdet, Glocken geerdet. In der Mitte haben wir ein Isolierstück, das schwarze. Und die obere Glocke, die ist somit schwebend vom Potenzial her. Hier oben mit verbunden, die zwei Fäden sind isolierend und ich habe unten Kugeln, die ich aufladen kann. Und jetzt ist es so, in dem Moment, wenn ich hier oben Hochspannung drauf gebe, dann werden die zwei Teilchen hier geladen und werden von der geerdeten Elektrode angezogen. Dann entladen die sich an der Stelle und werden dann von der Hochspannungselektrode wieder angezogen. Und das Ganze geht natürlich hin und her, bis die Ladung weg ist. Also nochmal. Es bimmelt so lange, wie ich die Hochspannung anlege. Damit wir das Ganze noch mal ein bisschen genauer sehen, machen wir hier wieder einen kleinen Cut und bauen um auf ein größeres Glockenspiel. Okay, wie ihr seht, wir haben umgebaut. Das Glockenspiel ist ein bisschen größer geworden. Genau, wir haben hier zwei Elektroden. Die eine Elektrode hier, die haben wir wieder mit Erde verbunden. Und die andere Elektrode hier, die ist im Prinzip komplett frei. Und dann haben wir hier eine Kugel, die mit so einer Nylonschnur isoliert aufgehängt ist. Und wenn ich jetzt an die freie Elektrode Hochspannung anlege und einmal dafür sorge, dass sich diese Kugel auflädt, dann springt die hier hin und her, so lange, bis ich die Ladung wieder wegnehme. Das heißt also nochmal im Klartext, wir haben hier auf dieser Seite die geladene Elektrode. An dieser geladenen Elektrode wird diese Kugel aufgeladen und wird dann gleichzeitig abgestoßen und von der geerdeten Elektrode angezogen. Dann entlädt sie sich dort und wird wieder von der geladenen Elektrode angezogen. Und so geht das Spiel eben hin und her. Und weißt du, wo man genau diesen Effekt ausnutzt? Genau dein Fachgebiet eigentlich, Beflockung. Bei der Beflockung, stimmt. Ja, da hast du recht. Genau, und dazu würden wir sagen, das nächste Video wird mal so ein richtiges Praxisvideo, wo wir tatsächlich mal ganz kurz beflocken und genau diesen Effekt uns genauer anschauen. Ich weiß noch gar nicht, was wir beflocken. Wir werden uns irgendwas Schönes für euch aussuchen. Und für heute war es das dann wieder. Und bleibt dran, vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal, beim nächsten Video über Grundlagen der Elektrostatik. Vielen Dank.